Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir alle können froh sein, in einem Rechtsstaat zu leben, in dem sich die Polizei an Recht und Gesetz hält und notfalls, wenn es eben sein muss, auch handfest das staatliche Gewaltmonopol durchsetzt. Wir können froh sein, dass wir in einem Staat leben, der eben kein Faustrecht mehr kennt, kein Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts und dass dieses staatliche Gewaltmonopol von der Polizei in aller Regel auch rechtmäßig verteidigt wird. So, und ich glaube, wir sind auch uns alle einig, dass wenn wir der Polizei neue Zwangsmittel zur Verfügung stellen, wie das Pfefferspray, dann muss man auch überprüfen. Wir haben das Pfefferspray, Rot-Rot hat es vor 15 Jahren eingeführt und die Piraten und die Linken fordern ja in ihrem Antrag, es nur noch als Ultima Ratio einzusetzen. Herr Kollege Karge, da steht kein Wort drin von abschaffen, sondern darin steht, es soll defensiv eingesetzt werden, es soll nicht als Aggressivwaffe, als Offensivwaffe eingesetzt werden, sondern defensiv, nur bei Gefahr für Leib und Leben. Und es soll berücksichtigt werden, dass notwendigerweise beim Pfefferspray-Einsatz, das hat der Kollege Lauer hier eindrucksvoll vorgemacht, eben auch immer unbeteiligte Dritte betroffen werden. Wer mal in einer Sitzblockade saß, auch da gab es ja früher mal Vertreter der Arbeiterpartei SPD, die bei Sitzblockaden teilgenommen haben, der wird wissen, dass Pfefferspray auch unbeteiligte Dritte trifft, mit vielen gesundheitlichen Folgen. Übrigens, die Polizeidienstverordnung sieht vor, dass Reizstoffe nur eingesetzt werden, wenn mildere Mittel nicht zum Ziel führen oder offensichtlich keinen Erfolg versprechen und damit den Gebrauch von Schusswaffen vermieden werden können. Es soll also absolut Ultima Ratio sein, nur im äußersten Fall. Und so wie SPD und CDU gerade die Schießstände für Polizisten verrotten lassen, ja, kann man ja froh sein, dass die Berliner Polizei wenigstens noch Pfefferspray einsetzen darf. Für die Entwaffnung der Berliner Polizei sorgen Sie gerade selber, dadurch, dass momentan nicht ein Schießstand in Berlin funktionstüchtig ist. So. Nein, es ist wichtig, dass man begreift, dass das Pfefferspray eben nicht, wie auch teilweise in Berlin, wahllos in Sitzblockaden reingesprüht wird, so wie Sie es anscheinend wollen oder kein Problem damit haben. Ich hätte damit jedenfalls schon ein Problem. Ich finde es richtig, dass die Berliner Polizei dazu übergegangen ist, bei Sitzblockaden anzusprechen, die Personen mit einfachen körperlichen Ziehen aus dieser Sitzblockade herauszuholen und eben nicht Pfefferspray einzusetzen. Aber das haben Sie gerade geheiligt, Herr Kollege Kranz, indem Sie der Opposition vorgeworfen haben, die Polizei unter Generalverdacht zu stellen. Und das tun wir nicht. Ich finde schon, dass Sie auch Ihrem Kollegen von der CDU noch was übrig hätten lassen sollen in der Rede. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir im Innenausschuss, na, der fordert dann die Folter wahrscheinlich, ich bin mir sicher, dass wir im Innenausschuss eine sachliche Debatte führen werden, wie man Pfefferspray-Einsätze besser dokumentiert, Grundrechtsschutz durch Verfahren, das ist eine völlig klare rechtsstaatliche Haltung, die hier zu Recht eingefordert wird, und eben sich auch mit den gesundheitlichen Folgen von Pfefferspray-Einsätzen auseinandersetzt. Und so steht es auch in den Polizeirichtlinien, Pfefferspray, die Wirkung setzt schlagartig ein. Es hat einen starken Entzündungsauslöser und intensive Schmerzempfindung, heftige Entzündungsreaktionen an Augen, Atemwege, bis hin dazu, dass man eben auch Atemverengung kriegt, teilweise intensive Hustenreize. Wer all das selber schon mal miterlebt hat, das ist kein Spaß. Wer zusätzlich noch Asthmatiker ist oder Allergiker, wofür man nichts kann, ja, oder unter Bluthochdruck leidet, der muss auch Spätfolgen besorgen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das kann uns nicht egal sein, vor allen Dingen dann nicht, wenn es gegen unbeteiligte Dritte eingesetzt wird. Und das wird es eben nun mal, wenn man es auf Demonstrationen einsetzt. Deswegen ist es sinnvoll, ja. Deswegen ist es sinnvoll, dass wir nach 10 Jahren des Einführens, damals unter SPD und PDS bzw. Linke oder unter Rot-Grün, meinetwegen, bin auch dafür, dass man Einsätze überprüft, Pfefferspray nur als Ultima Ratio einsetzt und dass man das ordentlich dokumentiert und nicht wahllos Einlässe dafür vornimmt. Es gab bisher auch Todesfälle mit Nach-Pfefferspray-Einsatz, zum Glück nicht ganz so viele wie in den USA. Das, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, macht es zu einer sehr ernsthaften Debatte. Die Polizei braucht unterschiedliche Waffen und auch Hilfsmittel. Über die Schusswaffe habe ich ja schon gesprochen, dass die sich momentan von selbst abschafft, weil SPD und CDU nicht in der Lage sind, Schießstände saniert zu halten. Und insofern
ist diese Debatte darüber sinnvoll und notwendig. Und das hat auch die Berliner Polizei, aber auch die Berlinerinnen und Berliner so verdient. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.